Okay. Aua. Dammit, jetzt muss ich mich heilen. Geh weg. So, wo kommen die nächsten? Das war's doch noch nicht. Oder doch? Skillpunkt Nummer 4. Psst. Moment. Ne, okay, das war scheinbar nur die Musik mit dem Ton. Aber warum ist der Weg jetzt hinter uns zu? Geht nicht auf. Ah, okay, ich kann einfach hier rum zurück. Na denn. Was machen die Dinger? Scheinbar gar nichts. So, volles Leben und einmal heilen. So, Waffe wechseln, Laserstrahl. Ich will, dass die gar nicht erst ihre komischen Bullet-Hell-Dinger entfesseln können. Warum hat der jetzt angefangen, mich anzugreifen? Zack. Strahl reflektiert. So wird's gemacht. Also muss hier echt aufpassen in dem Gebiet. Oben sind noch normale Gegner. Natürlich. Ich habe gerade schon überlegt, dash ich jetzt ins Feuer rein oder dash ich nicht ins Feuer? Und habe mir gesagt, ach, das geht bestimmt. Da vorne ist auf jeden Fall ein Schalter. Ja. Aber das ist ein Kampfraum vor. Hier geht's nach unten, aber ich will erstmal den Schalter haben. Weg. Nein. So. Tschüss. Kommt hinter mir noch was? Nein, scheinbar nicht. Kann es sein, dass man auf diesen Wasserpfützen irgendwie schwerer lenkt? Nein, keine Lust auf dich. Wenn ich... Fuck, jetzt hat der Typ mich gesehen. So. Weil die schießen so random durch die Gegend, das kann man auch nicht planen. Da nehme ich die lieber vorher raus. So zum Beispiel. Lebenspack, nice. So, es geht doch langsam aufwärts. So, hier ist ein Symbol. Aber ich sehe leider nicht. Ich habe scheinbar nichts getroffen. Lebenstechnisch zwei Leben habe ich noch. Das ist nicht das, was ich in einem Kampfraum haben will. Okay. Wie hat der Cheater mich da getroffen? So.
Noch wer? Nein. Okay, gut. Ist schlechter gelaufen als gedacht, aber kann ich mich jetzt auch nicht mehr drüber beschweren. Immerhin habe ich es hingekriegt. Ich muss meinen neuen Dash-Schlag will ich jetzt auch mal ein bisschen häufiger benutzen. So, das ist Nummer 3. Glaub, damit können wir dann jetzt auch zum Boss durch. Möchte ich aber nicht. Aua. Gut, da können wir nicht lang. Möchte ich jetzt eigentlich noch rausfinden, was ich hier machen kann. Hier ist doch dieses Symbol. Und es ist nicht zufällig an Orten platziert. Es ist nie zufällig irgendwo. Müsste ich nur noch rausfinden. Ist auch eine Plattform. Da unten. Aber ich bräuchte halt irgendwas, wie ich da hinkommen kann. Und aktivieren kann ich es ja nicht. Da unten sind so Bambusröhren, sonst würde ich da lang kommen. Darf, glaube ich, meinen Chain Dash hier nicht so oft benutzen wie sonst. Es kommt nicht so gut scheinbar. So, gehe ich nochmal ganz unten gucken. Vielleicht sehe ich ja von dieser Seite aus etwas. Da ist auch so ein Symbol, aber da war ich schon, oder? Nein, hier war ich noch nicht. Ah, das muss man von zwei Seiten aktivieren, das Ding. Okay. Rätsel gelöst. Glaube, ich darf meinen Chain Dash nur mit Dreier-Kombis benutzen. Weil bei Dreier-Chain Dash-Kombis rutscht man nicht. Sonst rutsche ich für den Rest meines Lebens in irgendwelche Abgründe. Zack, ist hier sonst noch was? Nein. Ist aber auch ungewöhnlich dafür, dass man von zwei Seiten hier etwas machen muss. So. Dann können wir jetzt, oder? Ja, wir können nach unten, dachte ich. Okay, nach oben. Bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Wir haben auf jeden Fall genug gemacht, um den Boss jetzt auch bestreiten zu dürfen. Da ist wieder Explodierding. Da falle ich jetzt ja nicht mehr drauf rein. Hier ist ansonsten nichts. Ein bisschen Botanik. Kann ich auf die Boote? Ja. Oh mein Gott, ich habe wieder zwei Health Kits. Ein Traum geht in Erfüllung. So, hier oben ist nur ein versunkenes Boot, da kann ich nicht drauf. Und ein Skillpoint. Ansonsten ist hier hinter aber nichts. So, es war aber klar, dass es auf diesen Stegen irgendetwas geben muss. Sonst wären die da nicht so offensichtlich platziert. So, und hier ist wieder. Ah, da ist ein Schalter. Sniper bitte. Warum treffe ich das nicht? Muss ich hier so zielen? Moment, Moment. Ah. Das ist echt, dass das so sensitiv ist. Langsam, langsam, langsam. Nein, nicht, nein. Ah, das ist zu wenig. Ich hatte es doch gerade.
Na, komm. Das müsste passen. Ja. Ich glaube, hier oben ist was erschienen, oder? Ja. Zack. Noch eine Leiche. Noch ein Schlüsselteil. 3 von 4. Oh, es läuft ja. Können wir bald durch die Premium-Türen durch. Gibt's den ganz guten Loot. So, dann gehen wir mal in den Wald rein. Was die hier alles haben. Stadt im Wasser. Okay, doch, es ist kein Wald. Hier ist sonst nichts mehr. Beziehungsweise. Nee, hier ist tatsächlich nichts mehr. Komisch. Oder wieder irgendwas Verstecktes ohne Wegweiser. Gehen wir erstmal nach rechts. Snacken uns den Skill Point. Zack, zack. So. Sieht doch soweit ganz gut aus. Dann würde ich sagen, wieder links, rechts. Einer fallen lassen. Oh ja, bitte. So langsam füllt sich unser Medipack-Vorrat wieder auf. Hier ist wieder ganz viel nichts. Da unten ist, da rechts sehe ich schon irgendwelches Technologische. Das ist wieder einer dieser Riesen. Hat er sich gerade bewegt? Ne, das sieht nur so aus, okay. Also hier unten ist auf jeden Fall wieder irgendwas, wo man hin kann. Allerdings nicht von da. Okay. Gehen wir erstmal nach links. Da habe ich zwar 3 Millionen von den Explodierdingern gesehen. Ah, wir haben ja so eine coole Railgun. Multikill. Das hat sich gelohnt. War der beste Schuss aller Zeiten. Wäre nur cool, wenn hier jetzt auch irgendwas wäre, was ich mitnehmen kann. Ach ja. Sieh mal einer an. Es war so klar, dass es da noch irgendetwas gibt. Und ein Fahrstuhl nach unten. Na, das ist bestimmt wieder ein Schalter. Denke ich. Oder? Ich höre auf jeden Fall noch keinen. Nächstes Medipack. Oh, gleich sind wir wieder voll. Gleich geht's uns gut. Und das ist doch bestimmt keine Kampfarena. Das sind alles so Runterfallplattformen. Ja, das war klar. So. Ja. Kommt her. Mach euch alle flatt. Los, gebt mir mehr. Da lebt noch einer. Aufgeräumt. Das war gut. Kröten machen Spaß. Die Ninja-Kröten. Und Schalter Nummer 4. Sploing. Gib ihm. So, Boss haben wir in der Tasche. Auf jeden Fall.
Oh nein. Immer wieder derselbe Traum. Beziehungsweise Albtraum. Und am Ende sind immer diese komischen Vögel da. Die man aber auch nicht töten kann. Was ist dieses Monster? Ist das die Krankheit, die uns umbringt? Oder... Also die uns langsam umbringt? Wir haben ja diese komische... Weiß ich nicht. Also ich denke mal, dass wir krank sind, weil... Blutkotzen würde ich jetzt nicht als gesund bezeichnen. Deswegen, keine Ahnung, ich vermute, dass wir irgendeine seltene Krankheit haben. Ja, und jetzt? Warum sollte ich hier rausgehen? Oh, ich wollte nicht schießen. Ach, das kann... Ah, okay, alles klar. Das sah gerade aus wie die Unterseite von dem Block, auf dem wir da waren. Okay, perfekt. Schalte Nummer 4. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses komische Tentakelmonster unsere Krankheit darstellen soll. Die uns langsam umbringt. Und vielleicht ist das hier... Boah, dieser Typ. Was... Warst du? Und dann ist die Frage, ob der nicht die ganze Welt hier nur dazu da ist, also quasi das symbolisiert, wie unser Protagonist gegen die Krankheit kämpft. Und quasi diese zerstörte Welt keine wirkliche zerstörte Welt ist, sondern sein Körper. Oder so und er halt for real. Mit einem Präzisions-Sniper-Schuss kann ich mir das direkt viel einfacher machen. Ganz kleines Stück zur Seite um Dach. Double Kill. So, und das jetzt bitte auf der anderen Seite auch noch. Und Double Kill. Den kann ich mir rüberpullen. Waffe wechseln. Natürlich wirft er seinen Stern noch vorher in mein Gesicht. Aber das war gut, dass ich die zwei vorher weggeholt habe. Das wäre deutlich widerlicher gewesen. Ansonsten. Da ist nur der Abgrund. Kann ich mich auch direkt heilen. Warum bin ich gerade gestorben? Ich habe mich doch geheilt. Ja, du hast den Raum geschafft, aber... Hä? Geht's hier direkt abwärts? Bin ich beim Heilen runtergefallen oder was? Scheinbar. Komisch. Eigentlich steht man doch fest beim Heilen und kann sich eh nicht bewegen. So. Noch ein Skillpunkt. Boah, guckt sich das einer an. Ich habe schon wieder 5 von den Dingern. Mir gleich ultra viel Kram kaufen. Und... Tor öffnen. Perfekt. Wo sind wir eigentlich? Okay. Hier ist wieder so ein komisches Symbol. Das bedeutet, irgendwas gibt es hier.